Willkommen zurück zu Let's Play Resident Evil Code Veronica zu einer weiteren Session von mir. So, wir haben schon eine ganze Menge geschafft und haben jetzt auch das Blutstillmittel. Ich habe jetzt eine Weile nicht gespielt, wie man sieht, muss ich mir erstmal gerade wieder ein bisschen eine Steuerung einfinden. Okay, ich bin auf Achtung, das ist nicht so optimal, aber ich habe ja gespeichert. So, ich habe das Messer gleich im Petto. Das Farbband. Mach mal zurecht, den Stuhl. Das Farbband werde ich erstmal wieder weglegen. Die ganzen Emblemkarten brauchen wir, glaube ich, auch nicht. Das werde ich mir auch noch aufheben. Stahlkoffer, da kommen wir noch nicht ran. Aber das, was. Oder womit der Stahlkoffer aufgeben kann, das werden wir uns jetzt holen. Und zwar mit dem Blutstillmittel. Denn ihr erinnert euch bestimmt, da war noch unser Freund gewesen am Anfang des Let's Plays, der uns auch rausgelassen hat. Den müssen wir das Blutstillmittel holen und bringen. Und der wird uns dann als Ausgleich dafür helfen. Mit etwas ganz Besonderem. Einem Item, das uns noch sehr, sehr nützlich sein wird. So, welchen Weg gehen wir denn? Ich gehe unten lang, ohne gleich ins Feuer zu rennen. Denn ich weiß, wir müssen draußen am Wormy vorbei. Und Wormy ist immer noch sehr, sehr aktiv und gesellig. Und macht leider auch immer noch einen Heiden Damage. Deswegen ist Wormy gerade das erste richtige Hindernis für uns hier draußen. So, da ist auch schon. Und wir verschwinden. Ich glaube, jetzt rennen hier oben auch die Gum-Gum-Männer rum. Deswegen will ich erstmal diese Richtung einschlagen. Gibt übrigens noch ein zweites Wappen. Das ist aber weiter oben in einem anderen Areal, zu dem wir noch hinkommen. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass unser Freund seine Medizin bekommt. Und ich weiß nicht, ich glaube, dazu müssen wir an einigen Zombies vorbei. Und es sieht schon ganz so aus, als wenn ich früher oder später irgendwo sterben werde. Bei einem dieser Viecher. Ich ahne es förmlich schon. Ja, da rennen sie schon rum. Die Kollegas. So, die sind jetzt geschickt ausgewichen. Sind jetzt die Friedhofszombies wieder da? Ich denke mal ja. Natürlich sind sie das. Aber ihr wisst ja, dass wir den hier machen können. Und hoffentlich so hier erstmal ein bisschen. Okay, ist egal. Ja, die Beine machen am meisten Damage. Also wenn man seinen Beinen trifft, da ist schon der nächste. Ja, ein Treffer in den Beinen und die fliegen sofort zum Boden. Der creasht aber noch, den werde ich ein bisschen abschnitzeln. Und stellt euch vor, das ist der Grund, warum dieses Spiel damals auf dem Index landete. Was mittlerweile heute, glaube ich, entfernt wurde. Nur allein deswegen. Und ich meine, jetzt vergleicht mal Resident Evil 4 mit Resident Evil Code Veronica. Da ist im Grunde nicht sehr viel Unterschied. Ich finde sogar, dass bei 4 der Brutalitätsgrad ein bisschen höher steht als bei Code Veronica. Und vor allem, man kann es gar nicht vergleichen. Der zweite fällt sowieso jetzt aus dem Rennen, sowieso aus dem Index raus.
hemostatic medicine. How kind of you. Thanks. Here, let me help you with that. Thanks, but I can take care of myself. Just go. Keep it. It was a gift from my brother, but... Thanks. Here, let me give you this in return. You might need it later on. Now go. Don't worry about me. Sweet, da ist der Dietrich. Das Item, mit dem wir verschlossene Schubladen aufmachen können. Und da, wisst ihr, gab es noch so die ein oder andere verschlossene Schublade. Ich glaube, die erste war sogar hier, gleich um die Ecke. Beziehungsweise an der Ecke. Nämlich hier, der Schrank. Oder war hier keine? Nee. Gut, dann war es wohl woanders. Aber ich weiß auf jeden Fall, wo eine ist. Vermute ich jetzt zumindest mal. Dazu müssen wir zum Trainingsareal zurück. Die Zombies hier sind auch weg. Das freut mich. Schwieriger wird es jetzt aber noch. Die ganzen Kollegas hier draußen, die rennen hier nämlich noch rum. Aber kann ich die messen? Eigentlich dürfte es gehen. Na komm. Okay, der ist schon mal tot. Ah, der eine verfolgt den anderen. Gut, wenn du da so rumläufst, dann kommt mir das gerade sehr gelegen. Dann muss ich jetzt nur noch bis zum Haus gut durchkommen. Und da warten noch zwei Gum-Gum-Männer auf uns. Es ist auf jeden Fall gut, dass wir den Dietrich haben. Weil wenn ich jetzt Schubladen finde, dann kann ich die auch gleich aufmachen. Ich glaube, hier gab es noch eine Schublade, die verschlossen war. Und ich wage mich zu erinnern, wo die war. Wenn jetzt Wormy keinen Ärger macht. Gut, danke Wormy. Dann dürfte ich ganz locker an diese Schublade rankommen. Die war nämlich, glaube ich, hier drin. Den Stahlkoffer lasse ich, glaube ich, erstmal noch zu. Da war, glaube ich, sowieso nur Explosionspfeile drin. Genau. Hier war das nämlich. Und was haben wir drin? Oh, Pistolenmunition. Klasse. Besser kannst du auch nicht laufen. Was haben wir hier noch Schönes? Das ist unwichtig. Das ist unwichtig. Da waren wir schon. Da haben wir auch ganz viele tolle Sachen gefunden. Ja, dann gehen wir mal, glaube ich, zurück zum Herrenhaus. Oder zum Anwesen, wie auch immer man es nennt. Weil hier gab es, glaube ich, erstmal nichts. Denn da wir die Goldlatches jetzt haben, können wir ja oben durch die Tür im Zimmer des Sekretärs. Und dort müssten wir in ein Arbeitszimmer kommen, in dem ein Rätsel ist. Ja, da sind sie schon. Die Gum-Gum-Männer. Schnell weg hier.
die werden jetzt, glaube ich, nicht verschwinden, bis man sie gekillt hat. Gut, zum Glück muss ich da erstmal nicht durch. Und ich glaube, dass jetzt hier alles voller Zombies ist. Ja, wie vermutet. Ich glaube, das waren schon die Mehrhaushalten. Oh, scheiße, die spucken. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Okay, jetzt reicht's. Der kommt hoch. Ist er tot? Was habe ich jetzt gemacht? Ach so, gut. Ausrüsten und... Okay, der scheint tot zu sein. Du spuckst doch hoffentlich nicht. Boah, der war schnell, habt ihr gesehen? Der war schon schneller als seine Kollegen. Da oben schon der nächste. Ich sehe gerade schon, der kommt die Treppe hoch, runter. Deswegen will Claire wahrscheinlich auch nicht hochlaufen, verstehe ich aber. Okay, gut. Dann. Ha, der hat den Treppenfall-Blues gespielt. Dieser Zombie ist Geschichte. Ich glaube fast, dass da oben noch einer steht. Glaube ich aber nur fast. Hier ist noch abgeschlossen. Da können wir erstmal nichts machen. Ja, hallo. So, Freundchen. Du machst erstmal keinen Ärger mehr. Gut, der ist tot. Klasse gemessert. Und wir sind noch mit Life ganz gut bedient, würde ich sagen. Es ist wohltuend, hier zu sein. In Sicherheit. Und ich mein Kraut und lasse ich es noch. Ja, ich glaube, ich könnte natürlich erstmal abwarten. Und das Kraut kombinieren, wenn ich noch ein grünes Kraut finde. Genau. So, und draußen gewittert's. Passt natürlich gerade zum Resident Evil Code Veronica Let's Play. Schloss wurde geöffnet. Super. Dann gehen wir mal rein in die gute Stube. Jetzt passt es wirklich gerade zum Gewitter. So. Pistolenpatron. Super. Nehmen wir mit. Und da finden wir ein kleines Rätsel auf dem Tisch, das sich kombiniert mit dem Rätsel dort drüben an dieser Spieluhr. Oder was ist es? Ein antikes Spieluhr. So. Es ist nicht eingeschaltet. Rechner aufhören? Ja. Okay. Let's hochfahren Windows am Schneller. Okay, das war also der Startbildschirm. Ist ja nice. Bitte das Passwort eingeben.
da liegt eine Notiz. Ja. Das werde ich mir gleich mal, glaube ich, aufschreiben. Wäre vielleicht ganz günstig. Dazu hole ich mir ein kleines Notizbuch heraus und werde mir das notieren. Na? Die Textdingens Notiz muss gerade öffnen, was auch immer da gerade so lange dauert, wahrscheinlich wegen der Aufnahme. Derweil kann ich euch schon mal sagen, wenn wir das hier gelöst haben, kriegen wir Zugang zu einem ganz neuen Areal, das mit diesem Areal verknüpft ist und das wir noch so ein, zwei Mal besuchen werden. So, geht's, erste Ziffer. Erstmal hier schön am Tab aus. Links, rechts. Die zweite Ziffer. Links. Die dritte Ziffer. Donner halt die Fresse. Ist rechts. Und die vierte Ziffer ist dreimal rechts. So, soweit so gut. Zwischendurch kein Reset. Alles in einem erledigen. So, das war's aber noch nicht, denn jetzt müssen wir uns erstmal hier das Ganze notieren. So, links. Rechts. Da kriegen wir die 1 raus. Ich habe das damals auf Anhieb nicht begriffen. Als ich nachgelesen habe, wusste ich, ah, so funktioniert das also. So, links die zweite Ziffer ist die 9. Notiert ihr euch? Rechts nächste Ziffer ist die 7. Und jetzt dreimal rechts. Ist die 1. So. Diese Zahl merkt ihr euch, denn diese Zahl werdet ihr gleich gebrauchen. So, Reset. Ihr seht schon in der Kameraperspektive, dass hier gleich irgendwas passieren wird. Und ja. 1. 9. 7, 1. Und damit ist der Durchgang offen und natürlich kommen die Viecher wieder. Na, da will ich erstmal hier kurz raus, weil ich noch was zu erledigen habe. Und zwar brauche ich das Feuerzeug. Das ist ganz, ganz wichtig. Fürs Oberareal. Und ich glaube auch, dass ich hier einen Safe hinsetze. Ja, ich werde hier einen Safe hinsetzen, weil ich weiß, was da oben kommt und das ist nicht gerade gemütlich. Ob ich jetzt das... Ach! Verdammt! Wisst ihr, was los ist? Dafür, dass ich den Dietrich bekommen habe, habe ich jetzt das Feuerzeug natürlich weggelassen. Und vor allem, ich weiß, was da oben ist. Und ich weiß, ich hätte es gebrauchen können. Jetzt müssen wir es so schaffen. Uiuiuiuiui.
okay, dann müssen wir es so schaffen. Dann geht's nicht anders. Speichern mal erfolgreich. Falls ihr es draußen ein bisschen rumpeln hört, ist es dann gerade, weil ein Gewitter draußen ist. Und ich gerade Resident Evil Code Veronica spiele. So, Gum Gum Mann ist immer noch da. Der Wichser hat mich doch getroffen! Oh, diese hässlichen Gum Gum Männer. Ich bin schon auf Orange, Achtung, ich muss langsam aufpassen. Was ich tue. Und die klassische Art von Haus, zu der man nicht freiwillig hingehen will. Die Treppen des Todes. Natürlich sind sie ja auch. Oh, oh, ich muss mich langsam heilen. Ich bin schon auf Gefahr. Und wisst ihr was? Ja, die kommt natürlich hoch. Und das Geile ist, wir dürfen den ganzen Weg nochmal zurücklatschen. So, wo gehen wir zuerst hin? Ich würde sagen, wir gehen zuerst nach oben. Nach oben müssen wir. Ja, genau das meine ich. Deswegen war es vielleicht ein kleiner Fehler, das Feuerzeug wegzulegen, denn jetzt haben wir wieder die Fledermäuse hier am Hals. Die machen zwar nicht ganz so viel Schaden wie die Zombies, aber sie sind nervig. Sie sind sehr, sehr nervig. Mann, jetzt verpisst euch, ihr Drecksviecher. Und rein da. Keep focused, brother. Our enemy is only a little girl. Oh, why is this taking so long? My apologies, Alexia, but I have been doing my best. The revival of the Ashford family depends on your success, brother. I am aware of that, Alexia. I will revive the family name myself and make you the master of the glorious Ashford family. Do not worry, brother. I will handle them both myself. Who is there? Is someone in the corridor? What is it, Alexia? Nothing. I believe I must have been imagining things. Let us go, brother.